Willkommen zu einer kurzen Vorstellung meiner Masterarbeit Online-Optimierung zur Berücksichtigung von unsicherer Nachfrage in humanitärer Logistik. Normalerweise wird die Grundversorgung der Bevölkerung mit essentiellen Gütern wie Nahrung und Hygieneartikeln durch Supermärkte gewährleistet. In Krisensituationen, in denen das Supermarktsystem nicht mehr in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen, muss allerdings der Staat aktiv werden und eine Notversorgung der Bevölkerung organisieren. Dazu muss ein Netzwerk von Ausgabestellen für Hilfsgüter errichtet werden. Eine Herausforderung hierbei besteht darin, dass zu Beginn der Krisensituation in der Regel keine verlässlichen Informationen zu der zukünftigen Nachfrage nach Hilfsgütern verfügbar sind. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich ein mathematisches Modell zur Planung solcher Ausgabestellen zu einem Modell zur Online-Optimierung erweitert, das diesen Unsicherheiten begegnet, indem Ausgabestellen reaktiv dort errichtet werden, wo bereits Nachfrage besteht. Dabei können auch Prognosen zu zukünftiger Nachfrage berücksichtigt werden. Im Rahmen einer Fallstudie habe ich untersucht, wie sicher solche Prognosen sein müssen, damit durch ihre Berücksichtigung bei der Planung noch ein Mehrwert entsteht.